Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich total. Warum? Ah, weil die Sonne scheint, man sieht es durch die Dachluke. Mhm. Was ist das? Kann das durch die Dachluke? Das kann durch die Dachluke. Magst du, Berliner? Ey, sollen wir das Eierthema mal besprechen? Was ist das Eierthema? Wir haben viele Eier gegessen alle in letzter Zeit. Ne? Ja, wir hatten davon 2 Package, aber die haben mir nicht so gut gefallen, weil die Eier zu frisch sind und die Schale... Kennt ihr das, die dünne Haut an den Eiern, die... Das war... Okay, wir lassen das Thema. Worum geht's bei so einem schönen Wetter wohl? Mofa. Richtig, wir fahren Mofa. Nicht fahren, sondern komm mit, wir haben da was vorbereitet. Komm, komm, komm. Es ist so herrliches Wetter draußen. Es ist wirklich wunderschönes Wetter. Und direkt ins Idee kommt, lass uns mal die Mofas aus dem Museum holen und lass uns die schon mal hierher holen. Und wir können ja technisch ein bisschen was erzählen. Ich habe schon die Papiere in der Hand von den ganzen Mofas, weil ich jetzt gleich los muss und muss Kennzeichen holen, weil letzte Mal 2018 gefahren, letzte Mal 2019 gefahren, aktuelles Kennzeichen. Diese Möf hat ein aktuelles Kennzeichen. Haben wir die eigentlich schon gezeigt? Nur bei Instagram, glaube ich. Stimmt, aber die Geschichte war so toll, dieses Mofa hat sich jemand voller Euphorie gekauft vor 28 Jahren. Ist nach Hause gefahren damit, ist dann noch eine Runde gefahren und hat gemerkt, oh, die Euphorie war wohl nur einmal anfangs so groß. Nach 27 Jahren hat er sie wieder von der Plane hervorgeholt, hat sie angetreten, sie sprang direkt wieder an. Das ist das Kuriose. Auf jeden Fall hat er unser Video von dieser Möf gesehen und hat mich angeschrieben, hat gesagt, hey, hättest du nicht Bock da drauf? Und jetzt kommt... Das ist eine Mofa, die hat es früher bei ATU gegeben. Der Herr hatte sie bei Skoda gekauft oder bei Seat, bei einem Autohaus. Aber eigentlich wurden diese Mofas immer bei ATU oft verkauft. Jetzt guck mal auf den Kilometerstand. Das ist unfassbar. Mhm. 6 Kilometer sind wir schon drauf gefahren. Und du davon 300 wackelig. Da das ein Kennzeichen hat, fährt das ja. Weil so könnten wir jetzt direkt auf der Straße losfahren. Die beiden Möfs könnte man nicht direkt auf die Straße losfahren. Aber jetzt haben wir so viele Mofas. Ich möchte gerne alle angemeldet haben, weil ich fahre ein Mofa. Nadine, die gerade oben ist, fährt ein Mofa. Und wisst ihr, wer noch ein Mofa fährt? Der Micha. Familienausflug. Wir machen, genau, Vater, Mutter, Sohn, Familienausflug. Ich merke sofort, bei mir kommt sofort die alte Zeit wieder durch. Keine dieser Mofas hatte ich. Ich hatte eine KTM SM25 als Mofa. Dann hatte ich mal eine Honda PXR nannte die sich. Das war so, ich glaube, das war auch so ein Cross-Mofa. Das ging auch so runter. Und ich kann mich daran erinnern, der Auspuff ging hier oben lang irgendwo. Da haben meine Freunde mich damals immer ausgelacht und haben gesagt, so eine PXR-Mofa ist doch, du musst eine CS25 kaufen. Eine Zündapp CS25 ist das Mofa früher gewesen. Und da habe ich gesagt, boah, eine CS25? Okay. Und früher hast du ja kein Geld gehabt als 16-Jähriger oder als 15-Jähriger. Da habe ich gesagt, Mama, ich will unbedingt einen neuen Mofa, ich will ein neues Mofa. Und hier und der CS25 und dann sind wir losgefahren und dann habe ich halt das Mofa gesehen, CS25, halbes Jahr alt und ich habe mich gefreut, hingegangen, das Mofa wurde dann gekauft, ich fahre zu meinen Freunden, wo wurde ich wieder ausgelacht, du hast dir eine Madras geholt. Jetzt denkst du dir, was heißt Madras? Ich glaube, die wurden damals in Indien oder Spanien, irgendwo wurden die gefertigt. Auf jeden Fall kam diese letzte Serie der CS25 nicht mehr aus Deutschland und schon war wieder doof. Das war so die Mofa-Geschichte, die ich habe. Heute zum Beispiel würde ich mich mega freuen über eine CS25, egal welche. Hier haben wir eine Zündapp ZR30. Ich glaube, dass das ZR30 für Automatik steht. Ich kenne mich aber null mit diesen Mofas aus. Also ich kann dir nicht die Geschichte dazu erzählen. Hier haben wir aber ein Automatik-Mofa. Ein Gang und die müsste Rücktritt dann haben. Ja, guck mal hier, das ist wie beim Fahrrad, das kennst du noch. Hier greift es auf die hintere Bremse, frei. Fest. Mhm. Also das ist eine Rücktrittbremse. Wir gehen mal rüber auf die Hercules Prima 5. Die gab es, glaube ich, noch als Prima 5S. War damals eine sehr begehrte Mofa und auch einer, meine ich, der schnellste. Hier haben wir definitiv, guck mal, hier haben wir eine Zweigang-Handschaltung. Hier in dem Fall ist das Kupplungsseil und dann müssen wir schalten. Gleiche Prinzip, Rücktrittbremse. Gucken wir mal hier. Auch wieder Rücktrittbremse. Und hier zum Beispiel haben wir auch eine Automatik, aber ich glaube, das ist eine sogenannte Wandlerautomatik. Und zum Beispiel, wenn du hier zurücktrittst, keine Bremse. Weil hier zum Beispiel macht das Mofa an. Hier zum Beispiel gibt es große Unterschiede, was den Motor betrifft. Wir sind ja alles Zweitaktmotoren, das ist ja logisch. Also ich glaube, früher gab es kein Viertakt-Mofa. Ich überlege gerade, gab es früher Viertakt-Mofas? Boah,
Ich kann mich, glaube ich, nicht dran erinnern. Also mir wäre es neu, wenn es früher schon eine Mofa als Viertakter gab. Wenn, sehr, sehr selten. Ich sag mal, 95% wenn war Zweitakt. Hier haben wir einen, ich sag mal, liegenden Zylinder ohne festen Zylinderkopf. Das heißt, wenn wir hier vorne die Zylinderkopfschrauben, ich guck gerade selber, wo sie sind. Doch, guck mal, hier siehst du sie. Dann komm mal rum. Hier sind vier Schrauben. Wenn du die löst, ziehst du den ganzen Zylinder ab und dann purzelt dir der Kolben runter. Du hast in dem Falle einen ganzen Zylinder ohne Zylinderkopf. Hier ist es besser zu zeigen. Hier sind die Schrauben von hier oben. Wenn ich die löse, ziehe ich den Zylinderkopf ab. Und zwar hier zwischen, ach guck mal, das sieht man sogar schön, ist die Zylinderkopfdichtung. Siehst du diese silberne, hellere Platte dazwischen? Mhm. Und das ist die Zylinderkopfdichtung. Ich persönlich mag dieses Motorprinzip lieber, weil jetzt kommen die ganzen Tuner. Ich glaube, von der Bearbeitung her ist das einfacher wie das. Ich bin dieses Mofa noch gar nicht gefahren. Ah, Dekompressionshebel. Hörst du das Zischen, Micha? So dieses wenn ich das wegmache, so springt sie gar nicht an. Um den Motor zu aktivieren, muss ich den Hebel ziehen. Geht die Benzinhahn auf. Ja, geh mal schnell die Kamera, du darfst die erste Probefahrt machen. Oh nein, aber ey, Automatik? Ja, aber vorsichtig, mein Freund. Was heißt das, vorsichtig? Das ist schon schneller. Denk dran, du hast jetzt Rücktrittbremse und vorne rechts. Aber trotzdem hier rechts auch Bremse. Das ist Bremse, das nicht ziehen. Aber okay. Rücktritt, fahr mal, du merkst schon jetzt einen Unterschied. Der Michael ist ja bis jetzt nur die 25er Mofa gefahren. Ja, das Problem ist, er traut sich nicht, das sieht aus wie Fahrradfahren bei ihm. Ja, die geht besser, ne? Das sind aber keine 25. Achtet auf das Gesicht. Aber ihr seht, Micha hat auch Spaß. Aber es macht Bock, ne? Das, die paar mehr machen schon Bock. Genau, aber das ist schon im illegalen Bereich. Wie viel war, was ist höchstens? Ich habe nicht drauf geguckt. Ich muss mal, 40? Ich komme jetzt mal angefahren. Ich komme um die Kurve 8. Schon wieder geht's noch. Aber es macht Bock, es macht richtig, richtig Bock. Das ist unbescheidlich. 35. 35? 36, glaube ich. So, warte, ich rüber in die Halle. Nächste Mofa. Aber 35 ist doch, wo man sagt, dass, da könnte man ein Auge zudrücken, oder nicht? Nee, es ist eigentlich 25 km/h. 27, 28 war auch okay, aber alles über 30 war... Also ich kann mich daran erinnern, du hast früher um jedes km/h gekämpft. Nicht in 10er Schritten, ist die 30 oder 32 gefahren. Diese Angaben hast du so genau gemacht. Ach, deswegen habe ich gerade 36 gesagt. Hier weiß ich, hier riecht sich was auf Jacke. Ja, ist schon deutlich lauter auch, ne? Wobei das daran liegt... Da fehlt das Gummi. Jo, stimmt. Da fehlt dieses Gummi und deswegen knattert die so laut. Muss ich also auch noch besorgen. So, Bücher. Nächste Bild. Nächste über. Jetzt kriegst du die richtige. Aber das mit Kupplung, ne? Ja, das ich habe noch nie geschaltet. Ja, macht ja nichts. So, ich erklär's dir jetzt, Micha. Die Kupplung, wie wenn du die Kupplung beim Auto trittst. Damit kuppelst du ein. Gas ist ja typisch da. Okay. Zieh mal die Kupplung. So, auf die 1. Drehen nach vorne. So, jetzt merkst du, Gang ist. Ja. Lässt du beim Kupplung einfach so los? Ach, auch nicht, ne? Oh ja, stimmt, du fährst automatisch. Ja. So, jetzt wieder auf neutral. Auf null. Jetzt trittst du das Mofa wieder an. Wie Fahrrad antreten. Wie ein Fahrrad. Ja, das glaube ich jetzt nicht. Das, aber guck, da steht genau scheiße jetzt. Warte mal. So, Kupplung ziehen. Okay. Erster Gang.
Okay. Langsam mit Gas geben und langsam loslassen. Also den Schleifpunkt finden. Jetzt geht, lass mal langsam los. So, was der Micha jetzt vergessen hat, er hat ja einen zweiten Gang. Da kommt er garantiert nicht drauf. Denkst du, Micha wird den zweiten Gang finden? Natürlich nicht. Zweite Gang! Was kommt da denn? Ja, er hat's drauf. Ja, der war der zweite! Oh, Junge, lass mich los! Ey, ihr glaubt nicht, wie viel Spaß und wie man... Guck mal, wie viel Spaß mich hat. Und wenn du stehen bleibst, Kupplung ziehen. Ja, kann ich Kupplung ziehen, wenn du stehen bleibst. Okay, Kupplung. Du musst ja auskuppeln. Auf Null. Auf Null wieder? Und langsam loslassen, ob auch Null drin ist. Ja, sehr gut. Kann man jetzt im Leerlauf rein theoretisch Gas geben? Ja, klar. Ja, geil. Ey, das war mein erstes Mal Kupplung fahren mit dem Mofa, ne? Hat gebockt. Irgendwie, wenn ich ehrlich bin, macht das natürlich mehr Spaß, weil man hat mehr zu tun beim Fahren, ne? Richtig. Da kommt das Gegenteil von einer Mofa, eine Elektrosmart. Jetzt fahren? Natürlich. Warte, wie hatte ich so eine? Soll ich dich mal komplett... Also okay, du hattest so eine. Ich weiß noch nicht mal ganz genau. Ja, du hattest so eine. Ja, Moment, als allererstes... Muss ich erst mal anmachen. Sieht ihr, man steckt sich jeden damit an. Mofa-Fahren ist einfach geil. Macht auch Spaß, ey, ohne Scheiß. Aber er hat zu schnell geschaltet. Er merkt jetzt, dass sie gleich frisiert ist. Würde mich nicht wundern, wenn Björn immer mal auf die Idee kommt und sagt, komm, wir machen mal richtig Zweitakt-Tuning. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er das auch weiß, wie es funktioniert. Wir könnten so ein Video richtig weit ausweiten, aber ich finde, heute war einfach der Tag, wo ich Bock hatte. Die läuft nicht so schlecht, ne? Nee, der ist aber nichts für dich, Micha. Ich hab das schon. Hättest du hiermit nicht hinbekommen mit dem Schalten. Hat er ja, hinbekommen. Jo, hat er, wenn hat du wüsstest. Ohne Abwürgen. Wenn du wüsstest, ja. Erstmal musst du einfach los. Aber hast du schon mal Zweitakt-Tuning gemacht? Natürlich hatte die doch. Genau so eine hatte ich. Oh, die hat doch, ich hab's vorhin erzählt, die hat doch einen Zylinder, wo du keinen Zylinderkopf hast. Genau, du ziehst das den war. Zylinder komplett ja, auf. Ja, ja, genau. Das war zum Bearbeiten Katastrophe. Also keine Chance, irgendwie zu bohren, hohen, weil ich habe keinen hohen Kopf, um da reinzukommen. Wie macht man damit die Verdichtung? Erhöht man die bei dem? Indem man unten den Vergaser Fuß kürzt. Oder den Kolben. Ja, oder hier unten sozusagen hier was abdreht, hier an der Dichtfläche. Ja. Abdreht, dann kommst du tiefer. Automatisch hast du mehr Steuerzeit, weil die Überströmer gehen auch nach unten und öffnen früher und später. Ja. Hast du schon mit Überströmer bearbeiten? Hast du das auch gemacht? Ja, natürlich. Boah, nicht bei dem scheiß Motor. Die Zündabmotoren waren dann schon ein bisschen schöner. Wir haben ja noch eine Zündab da drin, eine ja. ZT30. Ja. Die hat den Zylinderkopf abnehmbar. Das war natürlich viel einfacher auch zum Bearbeiten. Ne? Ja, natürlich. Ja, die das konnte man über die Zündkerzenbohrung einen Dorn in eine Drehmaschine und einfach den Kopf abdrehen, bis man die Verdichtung hatte. Die Verdichtung ist natürlich für Leistung, aber wie viel erhöht man da? Hast du grundsätzlich ein bisschen Ahnung, wo du sagst, das geht? 0,5 Millimeter geht immer. Echt so viel? Ja. Naja, da hatte ich leider noch nicht so viel Ahnung mit Zündung und so weiter, sonst hätte ich wahrscheinlich viel, viel mehr raus. Aber wichtig war mir immer bei meiner Zünder, Bergsteiger, da konnte die Polizei vorstehen, die hat nichts gefunden. Die fuhr zwar nur 35, 40, mehr nicht, aber es war jedes Bauteil original dran. Auch der kleine Krümmer drunter? Auch der kleine Krümmer drunter. Natürlich im Auspuff ein bisschen was geändert. Hier ging es dann wieder die Trompete wieder zusammen. Das war immer Resonanzkörper. Die Vergaser auf der Drehmaschine aufgerieben, bis es was eben passend war. Das heißt, du hast von außen nichts gesehen an dem Ding. Das war das Wichtige dabei. Wenn wir jetzt noch eine vierte Mofa besorgen, würdest du eine Mofa-Runde drehen? Ja, natürlich, gerne. Oh, das ist jetzt, ja. Jetzt ist der Ziel erweckt. Das bedeutet für mich, ich muss jetzt noch zwei Kennzeichen holen und ich habe noch eine Garelli-Mofa. Ich glaube, die läuft auch, aber das ist italienisch. Das ist sehr, sehr zickiges Monster. Ja. Aber da könnte ich mal gucken, die könnten wir auch ans Laufen bekommen. Ja. Da machen wir die Tage mal echt eine Mofa-Tour. Ja, gerne. So, hey, jetzt bin ich voll drin. Jetzt merke ich richtig, am liebsten würde ich jetzt direkt lossuchen, noch eine Mofa haben. Komm, wir gehen mal durchs Museum. Ich zeige euch noch mal was. Eine ist ja noch, die Garelli ist ja noch da, ja, richtig? Genau, und die zeige ich euch jetzt. Übrigens habe ich oft Fehler gemacht. Das heißt, das Mofa. Warum heißt das nicht die Mofa? Wegen Fahrrad? Richtig. Das Motorfahrrad. Wow, dann wenn du dich bei allen anderen Sachen auch so korrigieren würdest, Junge, hättest du auch einfach so stehen lassen können. Wichtig ist beim Mofa immer Benzin anzumachen, weil sonst fängt es an zu tröppeln. Aber so Öl tröpfelt es unter jeder Mofa-Serie. Komm mit, wir gucken mal, was wir noch am Mofa haben. Ja, wir haben noch eine Puch. Jetzt sagt ihr, Mensch, nimm die Puch. Aber hier, die haben wir mal geschenkt bekommen. Hier dreht sich gar nichts mehr. Weder Motor noch Räder. Also da bewegt sich gar nicht mehr. Aber diese kriegen wir nicht ans Laufen.
Die Garelli hier, die könnten wir ans Laufen bekommen. Das ist auch Automatik, aber ich glaube, der Björn möchte lieber was Geschaltetes haben. Wollen wir ja auch ans Laufen bekommen, oder nicht? Ja, die sieht cool aus. Die ist eher was für kleine und zierliche Leute. Gesagt, getan. Gerade zeige ich noch die Garelli. Jan hat sie sich schon rübergeholt und haben uns schon mal nach Fehlern geguckt, was der Sache ist. Ein Pedal, siehst du, wie verbogen das ist? Mhm. So ein Mofa ist halt früher mal oft umgefallen. Ein Pedal war kaputt. Ansonsten ist sie jetzt vollständig. Jan, könnte ich rein theoretisch starten? Gehört hat, dieses das ist dann halt die Drehzahlbegrenzung, die ist genau bei 24 km/h. Die Mofa läuft auf, weil ich fahre jetzt zurück in die Halle. Guck mal, hier ist der Kühlschalter. Alle haben wir am Laufen. Ich organisiere jetzt Papiere und dann heißt es im nächsten Video, wir fahren alle zusammen Mofa. Freut euch auf den nächsten Mofa-Teil. Bis ja, zum nächsten Mofa-Teil. Ciao. Stopp. Wir müssen noch ganz wichtig einmal eingreifen. Nach diesem Video, was ihr gerade gesehen habt, bin ich komplett eskaliert. Es ist völlig aus dem Ruder gelaufen. Warum, fragt ihr euch? Björn wollte mitfahren. Habe ich gesagt, okay, Garelli, hier seht ihr ja alles, was ihr kennt. Die Mofas habt ihr ja gerade alle fahren sehen. Aber. Junge. Alles, was hier steht, ist neu, fällt mir gerade ein. Alle vier. Komm mit, ich zeige euch, was passiert ist. Die beiden RDs, kennt ihr, hat ja nichts mit dem Thema Mofa zu tun. Deswegen gar nicht groß drauf eingehen. Hier haben wir eine Hercules Prima GT. Hier haben wir eine Dreigang-Handschaltung und eine Mofa mit durchgehenden Sitzbein. Ihr könnt euch daran erinnern, ich habe euch von der SM25 erzählt. Ich habe euch von der CS25 erzählt. Es war Karfreitag. Nadine und ich hatten einen Tag frei. Es ist komplett eskaliert. Dieses Moped auch wieder bei Kleinanzeigen gefunden, weil ich nach CS25 gesucht habe, habe ich eine ZD50 gefunden. Das ist auch nur eine Mofa. Diese wurde aber komplett restauriert. Komplett Neuzustand, das Teil. Also wirklich Top-Zustand. Auch Dreigang-Handschaltung. Und was ihr gerade noch im Video gesehen habt, ich schneide es nur ganz, ganz, ganz kurz an. Zweimal Mokik, 60 km/h darf man damit fahren. Simpsons, wie ihr seht, noch viel dran zu tun. Gibt es bald ein eigenes Video drüber, über Zweitakter und die Simpsons. Rot Nadine, grün Marco. So, jetzt habt ihr aber auch alle Mopeds gesehen. Aber es geht ja um diesem Video um die Mofas. Und genau das nächste Thema, was kommt. Nächste Part. All diese Mofas werden fahren in einem nächsten Video. Eine große Ausflugstour. Bis zum nächsten Video, was Mofas betrifft. Ciao.